Ja, hallo Leute, da bin ich mal wieder. Und zwar möchte ich euch heute ein Clock Feldmesser 78 vorstellen. Das ist das Feldmesser der österreichischen Armee, des Bundesheers von Österreich. Das ist ein ganz lustiges Messer. Das ist recht günstig. So um die 30 Euro. Hält sehr viel aus. Ja. Sitzt sehr sicher, hat hier einen Verschlussmechanismus. Den zurück, dann kann man das schön rausziehen. Und das ist das gute Stück. Hier ist nochmal die Aufschrift: Made in Austria, Glock 78. Ja, zur Klinge. Die ist aus Federstahl, aus Glock-Federstahl, hat eine Rockwellhärte von ca. 55, lässt sich extrem leicht nachschärfen, ist natürlich auch nicht so schnitthaltig, muss man dazu sagen. Ja, wobei ich aber nicht wirklich der Meinung bin, dass dieses Messer Rasiermesser scharf sein muss, sondern mit dem, ja, muss man graben können, was zerhacken können. Es hat hier eine Stärke von 5 mm. Die Klingenlänge sind 16,3 cm. Hier hat es allerdings bloß 2,1 cm. Also es ist relativ schmal gehalten. Aber es ist halt einfach, wie ich finde, so eine Bajonettform. Es ist ja, für den Outdoor-Bereich bedingt nutzbar. Ich persönlich finde es halt einfach ganz lustig. Ich wollte es mal haben, aber so wirklich für einen Einsatz, dass man sagt, man geht raus damit und das würde ich jetzt unbedingt mitnehmen. Naja, für das ist es eher nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat einen klassischen Flachschiff. Es schneidet relativ gut, wenn man schön scharf macht. Die Fehlschärfe hier oben, die habe ich mir abgezogen. Ich wollte die dran haben, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist, das so zu haben. Ja, ich sag mal so. So machen sich die Dosen leichter auf. Es hat hier vorn einen Kapselheber dran. Mit dem kann man ja, eine Flasche Bier schön aufmachen. Und das hier ja, ist ganz hilfreich, sage ich mal. Es liegt gut in der Hand. Was ein bisschen gefährlich an dem ganzen Ding ist oder die Stabilität ein bisschen beeinflusst, ist, dass es ein Kurzerlmesser ist. Das heißt, der Erl geht ungefähr bis zur Mitte hier, nicht ganz bis zur Mitte rein. Und ja, man probiert natürlich ein bisschen was. Ich habe es auch schon zum Messerwerfen hergenommen und ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier oben, der Fokus ist echt scheiße bei dem Teil, muss ich sagen. Jetzt sieht man es gleich ein bisschen. Das war vorher ganz zahm und es ist mir hier ein bisschen weggerutscht. Das ist nicht tragisch, es macht nichts, aber ist immer noch so stabil wie vorher, aber alles in allem, ja, wie gesagt, Kurzerl für solche Sachen nicht geeignet. Hier hinten habe ich mal probiert, ob ich das aufmachen kann, damit ich das zum Beispiel als Speer hernehmen kann oder ja, dass ich es ein bisschen befülle, dass einfach das Gewicht, das Handling einfach ein bisschen anders wird. Ich habe es mit einem Elektrikerschraubenzieher probiert, wie man sehen kann. Und es ist schweinsmäßig zu. Also das aufzukriegen, dann würde ich es, glaube ich, ziemlich verschandeln. Es lässt sich natürlich machen, ganz klar, aber ja, ich habe es dann sein lassen, weil ich wollte es jetzt nicht zu sehr verschandeln, das Ganze. Ja, noch was zu dem Federstahl. Man sieht es hier auch, der ist sehr rostanfällig. Deswegen ist das Ganze auch in Schwarz beschichtet. Es gibt es mit einer Säge obendrauf. Und ohne die Säge, ich habe die Variante ohne Säge genommen, weil ich glaube, dass diese Säge nicht wirklich effektiv ist. Also ich habe mir das angeschaut, auch auf Bildern, wie das Ganze ausschaut. Und wirklich, wenn ich was sägen will, dann nehme ich mein Schweizer Offiziersmesser her. Das hat eine Top-Säge dran, mit der bringe ich alles kurz und klein. Aber die Säge, die da drauf ist, bei 5 mm Stärke, das ist einfach wuchtig. Für sowas ist das Messer einfach nicht gemacht, finde ich. Das ist ein nettes Gimmick, sieht ganz lustig aus. Aber ja, wirklich effektiv, glaube ich, ist es nicht.
Ja, zum Gewicht vielleicht noch 202 Gramm schwer. Das hier ist ein Polymer. Und was ich extrem gut finde, ist diese Halterung. Man kann das wahnsinnig toll an jedem Gürtel festmachen. Einfach nehmen, zur Seite und schon ist es offen. Und ihr seht ja selber, also ihr habt da wirklich jede Gürtelgröße, auch ein Koppel von diversen Militäreinheiten oder Militärs ist da gar kein Problem. Man bringt es super unter. Das nächste ist, man kann hier ein Drainageloch wieder, man sieht es wieder. Diese Verriegelung hier, die ist wirklich super. Die ist wirklich der absolute Hit. Also ihr könnt das Messer einmal, ihr seht, so rum reinschieben. Jetzt mache ich es nochmal auf, drehe es um. Könnt es auch so rum reinschieben, vollkommen egal, wie ihr es gerade in der Hand habt. Es klickt überall beidseitig ein. Hier unten kann man natürlich noch eine Kordel befestigen, damit es nicht hin und her wackelt, wenn man es am Bein hat oder so. Oder auch irgendwo anders. Und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Man kann hier drauf auf pfeifen. Also das heißt, wenn ich das Messer so nehme, meinen Mund hier ansetze und scharf über die Kante blas, ist das wie eine Signalpfeife. Das funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das ganze Teil ist sehr stabil. An sich eigentlich, für den groben Einsatz gedacht. Zum Messerwerfen würde ich es eventuell nicht mehr hernehmen. Allein schon aus dem Grund, durch das, dass ich mir oben diese Fehlschärfe abgezogen habe, ist es natürlich hier von wirklich extremst spitz. Und ja, sollte das irgendwo aufschlagen, hat man halt gleich mal die Spitze verbogen. Sie bricht nicht, sondern sie verbiegt. Das ist doch diesen Federstahl. Wie gesagt, man kann es auch bedingt zum Hebeln hernehmen. Du kannst es mehr oder minder verbiegen, aber so wirklich kaputt machen lässt sich das Ding, glaube ich, nicht. Alles in allem ein schönes, lustiges Messerchen. Relativ günstig. Da kann man nicht viel kaputt machen dran. Für den Preis, sage ich jetzt mal, obwohl bei jedem Messer tut es mir eigentlich weh, wenn man irgendwas zu Schaden kommt oder irgendwas kaputt macht dran. Aber lieber bei einem für knapp 30 Euro als bei einem für 300, oder? Naja, in dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und ja, bis zum nächsten Video. Servus!